Hallo, ich habe Fasching gefeiert, deswegen kamen jetzt keine Videos und jetzt möchte ich das Ganze nachholen. Okay, das Wichtigste ist, ich habe immer von der Straight Arm Strength gesprochen. Schaut mal her. Wenn wir hier in der Straight Arm Strength gearbeitet haben, hier, ist auch egal, in was für einer Position auch immer, ob wir jetzt hängend oder mit Drücken oder in welcher Position die Straight Arm Strength gemacht haben, gehört zur Regeneration nach dem Training und zur Verbesserung der ganzen Mobilität des Armes, bringe ich hier diese Übung rein, die ich für besonders wichtig halte, um die ganze Beweglichkeit hier oben in der Schulter mit dem Ansatz der langen Sehnen, der Bizeps- und Trizepssehne oben in der Schulter ranzubekommen. Und dafür habe ich mir folgende Übung ausgedacht. Ich habe das Rad jetzt nicht neu erfunden, aber grundsätzlich sind diese Übungen ideal, um diese ganze Schulterregion besser zu durchbluten. Das ist einmal, ich gehe hier in diese Hollow Body Position und fange an hier, habe hier ein leichtes Gewicht am Ding dran, am Handtuch, gehe hier drüber und mache dann hier eine Curl-Bewegung. Über diese Curl-Bewegung kommt der Zug hier auf meine Außenrotatoren. Jetzt sind die Außenrotatoren in einer Position, wo sie ideal arbeiten können. Im gestreckten Zustand ist es unheimlich schwer oder im überstreckten Zustand. Im aufrechten Zustand die Außenrotatoren zu trainieren ist unheimlich schwer und fast unmöglich. Okay? Also, jetzt zeige ich euch diese Übung, wo ich hier einfach die Innenrotatoren am Unterarm hier in dieser Curl-Bewegung reinmache. Das macht ihr mit einer relativ hohen Wiederholungszahl, da könnt ihr 30 bis 50 Wiederholungen machen. Dann wechsle ich, bleibe in dieser Position und verstärke hier diese Supinationsbewegung. Und immer wieder, wenn der negative Part kommt, das heißt der Part, wo ich den Arm hier runterdrehe, in die Innenrotation, sprich Pronation, kommt es hier zu einem starken Zug auf unsere Außenrotatoren und die werden hier exzentrisch, sprich mit der Bremskraft trainiert hier. Und zum guter Schluss noch die andere Seite. Wem das zu schwer ist, der kann das am Anfang auch mal probieren, mit dem Arm aufstützen und hier diese Curl-Bewegung. Darauf zu achten ist, dass ihr drüber kommt, der Arm in einer diagonalen Bewegung zur Körpermitte kommt und dann diese Curl-Bewegung. Auch hier diese Rotationsbewegung in beiden Richtungen. Das kann man auch mit einem Judo-Gürtel machen. Wer beides nicht zur Verfügung hat, kann auch einen Rucksack nehmen. Auch wieder das Gleiche. Ihr könnt da ein paar Wasserflaschen, Steine reintun, was auch immer, oder Gewichte. Und könnt hier diese Bewegungen machen, um hier die Muskeln an der Schulter. Von diesen drei Übungen würde ich empfehlen, 2 bis 3 Sätze, 30 bis 50 Wiederholungen. Deswegen das Gewicht relativ niedrig, um hier einfach den ganzen Blutfluss. Und dieser Blutfluss ist gerade nach dem Training, wenn man hartes Training gemacht hat, an der Straight Arm Strength, an den Ringen, an der Stange, mit Dips, einfach um hier diese Sehnenansätze hier wieder zu erholen und damit die in ihren Ansätzen gestärkt werden. Deswegen diese Hängeposition und Innenrotation. Okay, viel Spaß beim Üben. Ciao. Jetzt zeige ich euch noch die fortgeschrittenen Variante bei der ganzen Sache, die ihr dann auch machen könnt, wenn ihr keinen Tisch zur Verfügung habt und so weiter. Hier gehe ich auch wieder in diese Hollow Body Position rein, wo ich meinen Oberkörper nach hinten lege. Ich ziehe mein Becken hoch, dass ich hier nicht überstreckt stehe, sondern dass die Wirbelsäule richtig Platz hat. Ich ziehe meinen Brustkorb nach oben und mache hier erstmal diese Bewegung, um den Unterarm anzuheben. Mein
Trizep oder mein ganzer Arm hängt frei nach unten. Der Zug ist jetzt auf der Trizepssehne im Schulterblattbereich oben drin. Und ich mache hier diese Art Hammer-Curl-Bewegung, wo ich hier hochkomme und das Ganze reinmache. Okay? Das ist Nummer 1. Und genau in dieser Position kann ich auch meine Rotationsbewegungen machen. Um das nochmal genauer zu sehen. Hier und von vorne. Und hier arbeite ich auch wieder mit einer hohen Wiederholungszahl und ziehe meinen ganzen Brustkorb hier richtig hoch in diese Hollow Body Position rein. Immer wieder. Das ist ein ganz einfaches Ausgleichstraining, das man nach dem Training an Gewichten oder an der Stange oder an den Ringen gut machen kann, um hier in der Schulter drin die ganze Durchblutung und die Regeneration und die Schlackestoffe, die sich angesammelt haben durch das extreme Krafttraining, abbauen kann. Und das sind die regenerativen Sachen, um diesen Schultergürtel zu entspannen. Jeder, der mit dem Nacken verspannt ist, kann diese Übung ausprobieren. Die können euch super helfen. Okay?